bitte mal hier das Angenehme mit dem Nützlichen. Wir sind hier bei Auto und Freizeit nur. Das wollen wir uns mal anschauen. Das ist mit vielen dann eventuell machbar, in Kastenwagenformat noch zu reisen. So, ihr seht, ich habe hier einen Berg voll Abwasch und genau, hier irgendwo auch mein Handtuch. Vielleicht kennt sich ja von euch jemand damit aus. Wir hatten eben keinen Strom hier im Auto. Guten Morgen. Nach unserem Besuch bei der Verwandtschaft geht jetzt unsere Reise weiter. Und wir verbinden mal wieder das Angenehme mit dem Nützlichen. Wir sind hier bei Auto und Freizeit Nord und schauen uns mal nach neuen Campinggefährten um. Wir haben ja jetzt zwei Mitfahrer. Der eine regt sich hier. Oder die eine regt sich hier. Und die brauchen auch ein bisschen Platz. Deswegen sind wir auf der Suche nach einem Auto mit zwei Doppelbetten. Eins im Hochdach. Und da gucken wir uns hier mal um. Die haben hier ein paar Auswahlmöglichkeiten. Please. So, jetzt haben wir eine Tour hier durch dieses Auto hier hinter uns gemacht. Den da, Klaus Boxster XL mit dem Hochdach. Da hat man vorne über der Sitzgruppe auch noch ein Hubbett. Das wollen wir uns mal anschauen. Das ist mit vielen dann eventuell machbar, im Kastenwagenformat noch zu reisen. Ja. Ob es der wird oder nicht, wir werden es dann sehen. Aber gefallen hat er uns schon. Es ist ziemlich viel Platz und eigentlich auch wirklich schön verarbeitet. Ah ja, mal gucken. Jo, nachdem wir jetzt so viele Autos angeschaut haben, machen wir eine kleine Pause. Ein Café? Die Kulisse könnte besser sein. Wir sitzen hier auch direkt an einer Autowaschstraße, es ist entsprechend laut. Ich hoffe, dass man mich halbwegs versteht, aber praktisch ist hier ein bisschen Lüftung, also schöner Schuh.
Platz nicht riesengroß, aber genau richtig für unsere kleine Maus. Wir können ein bisschen sich noch ausdrücken. Und dann geht's weiter nach Kühlmagen. Der Campingplatz Struckhampuk ist gerade für Familien mit Kindern ein echtes Highlight. Es gibt mehrere großzügige Spielplätze mit verschiedenen Geräten und Spielmöglichkeiten für groß und klein. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm mit verschiedenen Aktivitäten und das auch in der Nebensaison. Aber das ist noch nicht alles, wie wir nach dem Ausflug nach Lemkenhaven festgestellt haben. Wir besuchen den kleinen Ort Lemkenhaven, nicht weit vom Campingplatz entfernt. An diesem ruhigen Ort kann man wunderbar bei einem Café entspannen, in einem der Restaurants sehr lecker essen gehen und bei einem Spaziergang auf dem Deich die wagemutigen Windsurfer bestaunen. Außerdem gibt es hier eine Vielzahl von Wasservögeln zu beobachten. So, ihr seht's, ich habe hier einen Berg voll Abwasch und genau, hier irgendwo auch mein Handtuch. Das heißt, wir können uns jetzt etwas unterhalten, während ich abtrockne. Wir sind mittlerweile auf Fehmarn angekommen, auf dem coolen Campingplatz Struckhampuk. Geiler Name, ne? Wir parken hier direkt gegenüber vom Spielplatz, der ist da. Das heißt, Maus und Mama sind draußen spielen. Ich glaube, die spielen gerade Fußball. Wir haben heute nur einen ganz kurzen Ausflug gemacht nach Lemkenhaven zu einem Strandcafé, wo wir schon mal waren. Wollten nur kurz uns mal die Beine vertreten, ein bisschen spazieren gehen und eben was zum Mittagessen finden. Und dann haben wir eben Kuchen gebacken, daher der ganze Abwasch. Und dann geht es auch gleich schon wieder aufs Abendessen zu. Heute Abend gibt es Hühnchen-Tikka-Masala. Das wird also Zeit, dass ich hier mit dem Abwasch fertig werde, damit ich dann auch das Abendessen anmachen kann. Wir haben uns ja, ich glaube, zuletzt haben wir uns unterhalten bei dem Wohnmobilhändler. Wir haben jetzt den Tag heute auch nochmal genutzt, ein bisschen darüber zu philosophieren, was uns nur gefallen hat und was nicht. Mal schauen, wie wir damit dann weitermachen. Ja, und morgen geht es dann zurück nach Kopenhagen. Vielleicht interessant zu erzählen. Vielleicht kennt sich ja von euch jemand damit aus. Wir hatten eben keinen Strom hier im Auto. Hatten aber letzte Nacht schon mit Strom geheizt. Also der Strom grundsätzlich hat funktioniert. Und des Rätsels Lösung war dann am Ende an unserer Kabeltrommel, die wir benutzen. Die liegt draußen. Ist ein roter Knopf. Der ist auch irgendwie, der hat keine rein Rausstellung, sondern einfach nur ein Knopf, den man drücken kann. Und erst nachdem ich den gedrückt habe, ging der Strom hier im Auto wieder. Ich habe keine Ahnung, was das war. Nirgendwo war eine Sicherung raus. Wir haben nicht mal viel Strom verbraucht zu dem Zeitpunkt hier im Auto. Da haben wir über die Nacht deutlich mehr Strom verbraucht. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein komischer Fehler war, dass man an der Kabeltrommel diesen komischen roten Knopf drücken muss und keine Ahnung, was der bedeutet. Und warum der jetzt einmal gedrückt werden wollte. Na gut. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Wir haben geniales Wetter hier. Man braucht hier mittlerweile, wie ihr seht, nirgendwo mehr eine Jacke. Draußen kann man auch im T-Shirt sitzen. Wir haben den Kuchen eben draußen auf unseren Stühlen gegessen. Mhm. Was ist? Was denn? Deine Sonnenbrille? Die hat zu mir gegeben, die ist hier. Doch nicht das von der Mama? Doch deins? Mhm.
Tja, Mama, wenn man sich das nicht holt, ist halt weg. Ich habe hier alle Fenster auf. Ich habe die Tür hinter mir zugemacht, damit nicht so viele Fliegen reinkommen. Aber das sorgt schon fast dafür, dass hier drin zu warm wird. Das Problem ist nur, dass unser Fliegengitter auch irgendwie leicht fehleranfällig ist im Moment. Ist nicht kaputt, aber es verzieht sich sofort wieder. Gut, was haben wir jetzt sonst noch zu erzählen? Gestern Abend waren wir hier essen auf dem Campingplatz, das war auch super. Können wir uns auch nicht bestellen. Wir haben sogar Kinderbesteck geschonken bekommen, weil es der Maus so gut gefallen hat. Das hatten wir auch noch nicht. Genau. Und ansonsten weiß ich nicht. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts zu erzählen weiter. Das war ein sehr ruhiger Tag und so sollte es auch sein. Wir melden uns bestimmt später nochmal. Macht's gut. Hier also die echte Besonderheit auf dem Campingplatz. Es sind die Waschräume. Es gibt ein liebevoll eingerichtetes Kinderbad. Hier ist alles in der passenden Größe für die kleinen Gäste. Nicht nur die Toiletten und Waschbecken, sondern auch Duschen, die sich hinter der grünen Wand befinden. Für die Allerkleinsten gibt es außerdem separate Familienbäder mit Babybadewanne. Da fühlen sich wirklich alle willkommen. So macht Urlaub richtig Spaß. Mal auf dem Programm. Viele Abläufe müssen wir wieder neu lernen und was heute so ist, ist morgen wieder ganz anders. So ist nun mal das Leben mit einem kleinen Baby. Aber wir sind nach wie vor von dem Urlaub als Familie im Kastenwagen überzeugt. Die Einfachheit und Flexibilität sind für uns einfach unbezahlbar. Damit ihr kein neues Video verpasst, abonniert doch den Kanal und drückt auf die Glocke. Wenn ihr schon dabei seid, würden wir uns auch über einen Daumen hoch sehr freuen. Tschüss!